Und Köder fürs Angeln. Kein japanisches Spiel ohne Angeln. Welches Spiel hatte letztens kein Angeln? Wo es eigentlich Sinn Stimmt, gemacht Dragon hätte? Quest. Dragon Dragon Quest. Quest, das neue, hat Stimmt. kein Angeln. Das ist ungewöhnlich für ein Japano-RPG. Puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenwood. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me. Die reden so leise, ey. Man versteht einfach kein Wort. Und ich hab's echt die Einstellungen schon extrem eingestellt. Das ist übrigens auch ein Merkmal von dem Spiel. Man kann sich, also es ist so in Episoden eingeteilt und nach jeder Episode kann man so eine Art Rückblick sich anschauen, wenn man will. Genau. Und warum nicht? Engel Isaac. Nummer 14 für mein Sammelkartenalbum. Und ein gezuckerter Donut. Und diesen gezuckerten Donut nehme ich jetzt aus meiner Fantasiewelt mit in die echte Welt, um ihn dort zu essen. Das ist crazy. Was ist mit meinem Fernseher passiert? Was ist mit meinen... Hier auch. Jemand hat meinen Kopfraum verwüstet. Das ist ein bisschen unheimlich. Das ist ja auch ein Unfall. Stell dir vor, du hast einen Kopfraum und dann kommst du da rein und er ist total verwüstet. Das würde implizieren, dass während du nicht da warst, jemand in deiner Psyche war und hier Blödsinn angestellt hat. Das ist echt unheimlich, der Gedanke. Ich meine, ich weiß nicht, was unheimlich ist, dass man überhaupt einen Kopfraum hat, in den man gehen kann, oder dass jemand anders sich Zugriff verschafft hat. Beides creepy. Zuckercreme. Hast du gerade Cola getrunken? Vertragen Landtintenfische das? Die trinken sogar fast nur Cola. Zero. Dafür kann man in Dragon Quest 11 verschiedene Kostüme anziehen. Das ist auch so ein japanisches Spielding, dass es auch in Spielen, wo es eigentlich nicht unbedingt reinpasst, Kostüme gibt. Gibt's auch hier natürlich. Jedes Spiel macht Kostüme. Ja, doch. Jedes Spiel wird durch Kostüme besser. Das stimmt. Sind sie schon in meinem Kopf? Hold your breath. Oder waren sie da schon immer? They can't see you if you hold your breath. Hurry. Like this. Cover your mouth. Das habe ich in so japanischen Filmen und Spielen schon oft gesehen, dass man sich so die Hand vors Gesicht hält und nicht atmet, wenn Geister in der Nähe sind. Das muss irgend sowas in der japanischen Kultur sein, dass die Atem wahrnehmen oder sowas, weil sie eifersüchtig auf die Lebenden sind oder irgendwie sowas in der Art. Der Atem, das Symbol des Lebens ist quasi. Was ist, wenn man pupst? Reagieren die da auch drauf dann? Oder müssen die Gase aus der Nase kommen, aus dem Mund? Man weiß es nicht. Bei Death Stranding ist es auch so, da hast du recht, ganz genau. Stimmt, da habe ich nicht mal dran gedacht, aber da ist es auch so. Kann man da angeln? Nee, nicht, da kann man nicht angeln. Da kann man sich auch die Luft anhalten, damit einem diese Geisterwesen nicht sehen. Stimmt. Who are you? Tja, wer ist das Kind in unserem Kopf? Ein neuer Fall. Da, da, da. Eingemachtes aus der Dose. Stillt den Hunger ein wenig. Pickles sind da drin. Gurken. Mag Gurken. Aber ich habe doch nie... Bei uns gibt es keine Gurken in der Dose, glaube ich, oder? Eher im Glas.
Aber Dosengurken habe ich noch nie gesehen. Hm, ich auch nicht. Das Spiel ist unrealistisch. Das geht zu weit. Mein Gott, was für ein Bett. Ist das für 4 Personen ausgelegt oder so? Ja, wie gesagt, das Spiel und Größenverhältnisse. Zack, the symbolism in my dreams continues to intensify. A forest of red trees. A carpet with red leaves. A strange doll. And twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Hey, there's a dragon, hello. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Meine Mutter war mal in Amerika und hat mir erzählt, wie überrascht sie von Dosengurken war. Tatsächlich. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. Okay. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Wir brauchen dringend Kaffee. Tja, wo wir gerade bei Kostümen sind. Natürlich gibt es auch verschiedene Anzüge. Ich weiß nicht, ob das alle sind oder ob es noch mehr gibt, aber... Anzug für Elite-Agenten. Ideal für den Einsatz. Sieht fast wie neu aus, überhaupt keine Probleme. Geschäftsmann-Anzug für viele Überstunden ideal. Sieht fast wie neu aus, überhaupt keine Probleme. Oder der Kaminrot-Anzug. Mit rotem Jackett. Ein Imagewechsel tut gut. Sieht fast aus wie neu, überhaupt keine Probleme. Ich würde sagen, wir behalten den Standardanzug an. Der gefällt mir auch einfach am besten. Interessant ist, dass sich die Beleuchtung oder seine Hautfarbe auch irgendwie ändert. Komisch. Naja. Karmesinrot. Ach so. Interessantes Fernsehprogramm. Ja. Ich will lesen, was da steht. Vielleicht ist das wichtig. Vielleicht ist das ein Hinweis. Vielleicht ist es witzig oder weird. Man weiß es nicht. Ach komm schon. I love Forest of Rain. Forever. Züff und drunter ist einfach nur Kauderwelsch. Zick, glick, glittert, duftet. Tja. Okay. I love Forest of Rain forever. Interessant. Schlafen. Ich wollte nicht schlafen. Achso, wir können eh nicht schlafen. Was? Entschuldige. Der reingequatscht. Wirklich irgendwie Bett für 3 Leute. Ja, irgendwie schon, oder? Ich krieg für Speichern Geld. Auch nicht schlecht. Tolles Fernsehprogramm. Ich find's auch super. Ah ja, stimmt. Wir können uns ja auch rasieren. Der hat, glaube ich, wirklich Bartwuchs, ne? Wenn man sich nicht rasiert, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Voll cool. Und es sieht zwar kacke aus, aber das Spiel hat Spiegelungen. Das ist was, das findet man heutzutage komischerweise selten in Spielen. Ich weiß nicht, was da für eine De-Evolution der Spiegeleffekte stattgefunden hat. Früher gab es die noch. Diese riesige Wanne an. Oh yeah, mein Gott, ist die lang. Was ist denn da los? Da kann man sich komplett... Das ist wirklich komisch. Ach, seltsam. Was ist denn das noch? Ach, das Klo. Da ist im Bad nochmal ein Zimmer fürs Klo extra. Nur warum nicht? So, dann raus mit uns. In die gute Stube. Aus der guten Stube. Wie auch immer. Wir brauchen Kaffee. Kaffee ist ein super wichtiges Thema in dem Spiel. Weil aus Kaffee kann unser super FBI-Agent die Zukunft lesen. Wo müssen wir hin? Da lang. Diese riesige... Ach ja. Ja, oder die Architektur ist komisch. Okay.
Bam! Durch die Tür geprescht. Will mein Kaffee! Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Polly Oxford, Hotelbesitzerin. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Wanne im Sargformat. Ja, ich würde es dem Spiel zutrauen, dass das sowohl einfach nur komisch designt ist, yes, als auch, dass es tatsächlich so eine Metapher hat. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my. Well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything, anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Okay. Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. Clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Erzählen Sie mir von den Geschäften. Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly.
I have to warn you, though. I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Der Wüsten-Camouflage-Teppich ist auch super. Das ist einfach so, das ist so eine absurde Szene, das ja. Alles ist toll. Ja. XI. Oder Did so. You see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. F.K. Okay. In the coffee. Du das sagst? I knew I could count on it. Never fails. No. Let's get going. Das Grinsen ist auch super. Kleiner Kater, hallo. Überall Kabel, ha? Und Mikrofone heute. Ganz verwirrt ist er. So, gegessen und getrunken haben wir. Wir werden nämlich tatsächlich müde und müssen essen. Das Spiel hat Survival-Elemente. Außerdem haben wir eine Ausdauerleiste und überhaupt, wie riesig hier alles ist, ne? So. Was wollte ich denn sagen? Ach so, genau. Das Spiel war übrigens für mich echt voll der Glücksgriff. Ich kannte das Spiel überhaupt nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Und es noch nie gesehen und nix. Ich wusste nichts davon und war im GameStop. Und habe so ein bisschen durch die gebrauchten Xbox 360-Spiele durchgeschaut, durchgebrowst. Und habe plötzlich dieses Spiel gesehen, Deadly Premonition. Und da war ich echt verwirrt, weil ich kannte, dachte ich, jedes Spiel, das es zu der Zeit für die Xbox 360 gab. Ich habe da eigentlich immer wieder geguckt. Ich hatte die Release-Termine im Kopf. Ich kannte eigentlich alle. Ich habe natürlich nicht alle gespielt, aber ich wusste eigentlich alles. Und da hatte ich plötzlich dieses Spiel in der Hand, von dem ich noch nie gehört habe, das ich noch nie gesehen habe, das irgendwie total crazy creepy auch so ein bisschen aussah. Und habe mir gedacht, verdammt, das muss ich mir anschauen. Und dann, bam, war's genial. Kata, der steht gerade vor meinem Bildschirm. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Satt, jetzt. Heute ist ein schöner, klarer Tag, ideal zum Spazierengehen. Diese Geräusche, weißt du, wie das klingt? Harvest Moon für, also so ein 3D-Teil von Harvest Moon, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber da hieß der Text genau das gleiche Geräusch. Aber ganz genau. Einer von den frühen 3D Harvest Moon Teilen. Hatte ich, glaube ich, für den N64 oder Gamecube, ich bin mir nicht sicher. Genau das Geräusch. Jetzt, wo ich das gehört habe, das war direkt so ein Flashback. Verrückt. So, erster Tag der Ermittlung abgeschlossen. Erstmal $500 fürs Kaffeetrinken verdient. So ein FBI-Agentenleben ist schon nicht schlecht. Andererseits kostet der Kaffee am Automaten noch $31. Also das ist auch ganz schön teurer Kaffee. Kann man verstehen, dass man da ordentlich Spesen kriegt. So, ne? Ja, das sind die USA. Sobald es da zwei Einwohner gibt, gibt es auch einen Waffenladen. Das ist eh klar. Ein Waffenladen wäre mir lieber. Das wäre super. Unser Büro ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Stimmt, es gibt auch so einen Tagesrhythmus in dem Spiel und nicht alles hat immer offen. So, we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. Irgendwie hat der einfach zwei grüne Augen, oder? Aber der hatte früher garantiert ein blaues und ein grünes Auge. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber irgendwie sieht man es nicht. I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. Oder? The keys were left on the front hood. And nobody stole the car. Nee, das sind die gleichen Augen. Values. Verrückt. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Ob sie das geändert haben für...
Für den Remake aus irgendeinem Grund, also für die Switch-Version hier, für Origins. Aber warum? Weiß ich nicht. Komisch ist es, oder? Ich glaube übrigens, dass Deadly Premonition 2 ein Prequel zum ersten ist und dass es da um den Fall geht, wo er seine Narbe herkriegt. Habe ich auch schon überlegt, tatsächlich. Also, oh Gott, jetzt kommt das Autofahren. Ich weiß nicht mal, ich hätte mir doch anschauen sollen, wie die Steuerung funktioniert, befürchte ich. Zack, is there something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's office. Ja, but ja. If you want to act on a hunch, then I'm with you. Nee, nee, ist schon okay. Ich will nur rausfinden, wie ich die Kamera verändere. Ah ja, okay. Und jetzt, wie man Gas gibt. Ah, okay. Wie beim Schießen auch sind die oberen Schultertasten zum Gas geben und Bremsen, also wieder sehr komisch. Oh Gott, die Steuerung ist furchtbar. Und die Autos haben sogar Benzin. Und es kann einem in dem Spiel tatsächlich passieren, dass man mitten in der Prärie einfach stehen bleibt. Und dann muss man echt weit latschen. So, Zack. About those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DiBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zack. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Angriff der Killer-Tomaten, den habe ich auch als Kind gesehen und hatte irgendwie positive Erinnerungen dran und habe den dann Jahre später nochmal gesehen und habe dann gemerkt, dass das ein unfassbar beschissener Film ist. Nicht mal so schlecht, dass er schon wieder gut ist, sondern einfach nur furchtbar. Von vorn bis hinten. Und ich meine, es geht um Killer-Tomaten. Was habe ich denn erwartet? Na gut. Deadly Premonition ist das Ramsey. Eins meiner Lieblingshorrorspiele, weil es sympathisch, trashig und weird ist. Aber auch echt cool. Die Story, vor allem gegen Ende, ist richtig cool. Ich finde das Ende super abgefuckt und crazy und echt cool und interessant auch. Oder? Die Melanie lest gerade irgendwelche Animal Crossing Guides im Hintergrund. Ja, tut mir leid. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. McLean. Das sieht irgendwie wie schmerzhaft McLean aus. FBI Special Agent Francis York Morgan. Knickbruch. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, no, just doing my job. I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay.
Let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Okay. Polizeirevier. Hier kommen wir. Erstmal speichern. Bis wann geht's heute? Bis, lass mich kurz überlegen, 11. Bis 11 geht's heute. Also noch 1,5 Stunden. Und dann mache ich mir eine Pizza. Ich will auch eine Pizza. Okay. Pizza time. Da muss ich noch, ich habe heute noch gar keinen Sport gemacht. Ich muss dann noch Mitternachtssport machen. Ich finde den Schlüssel nicht. Was soll ich nur machen? Dem Sheriff wird das nicht gefallen. Am Schlüssel ist ein Anhänger mit einem südlichen Gleithörnchen. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Na gut, jetzt beginnt unsere erste Quest. Die Suche nach dem südlichen Gleithörnchen. Schauen wir mal, ob wir Glück haben und irgendwas finden. Ich meine, ich verstehe den Sinn von so Regalen, wie die hier dargestellt sind. Also so Regale, die ausfahren, wenn man drauf drückt, um Platz zu sparen. Aber das Ding spart doch keinen Platz. Wenn man da einfach ein Regal an die Wand gestellt hätte, wäre das irgendwie platzsparender als das da. Ich weiß nicht genau, oder? Oder? Keine Ahnung. Das ist schon komisch. Das würde doch nur Sinn machen, wenn hier auch noch Regale wären. So, irgendwie, naja. Wie auch immer. Kein südlicher Gleithörnchenschlüssel hier. Schauen wir uns mal. Fangen wir mal systematisch ganz hinten an, würde ich sagen. Und gehen dann alles durch. Wirklich Tom McClane, das hatte ich total vergessen. Ich wusste das auch nicht. Ich kannte das auch nicht. Ich hatte heute schon eine Pizza. Cool. Ich kann jetzt nicht weg. Ach so, das ist der Feuerausgang. Darmtoilette können wir nicht. Darmtoilette können wir auch nicht. Da können wir rein. Sonne am Morgen, aber mittags ziehen Wolken auf und abends wird es regnen. $14 für diese Information. Tja, Wissen ist Macht. Echtes Geld wert. Diese Information. Ich finde hier überhaupt keinen Schlüssel. Ups. Diese Person hat sicher nichts mit den Ermittlungen zu tun. Ja, das stimmt. Start ja auch nur auf Ordner in Regalen. Polizisten haben selten was mit Ermittlungen zu tun. Was meint er denn? Meint er gerade die Ermittlungen des verschwundenen Eichhörnchenschlüssels? Sieht schwer beschäftigt aus, aber ich könnte das Gleiche schaffen. Was? Aber ich könnte das Gleiche schaffen, während ich ein Buch lese. Hä? Will er damit sagen, dass er viel cooler ist, weil er quasi, naja, wie auch immer. Hi. Hallo, Emily. Sagen wir das? Könnten Sie mir vor der Besprechung vielleicht das ganze Büro zeigen? Tut mir leid, Agent Jord, ich habe zu tun. Könnten Sie Thomas bitten? Das ist keine sehr gute Idee. Wieso? Was ist denn los? Er hat den Schlüssel zum Schrank verloren, in dem die Akten sind. Er hat mich gebeten, mich im Büro umzusehen, bis er ihn gefunden hat. Ich hoffe, das dauert nicht lange. Okay, das Bild ist auch witzig, oder? Was wird mir denn da angezeigt? Was ist denn das für ein schwebender Text gerade gewesen? Für eine schwebende Box? Achso, George. Ja. George, do you work out every day? Ach, ich werde auch nicht. Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will you? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Okay.
Fall Nummer 4, die verlorenen Hanteln. Arnold und Sylvester sollen wir finden. Na dann. George hat seinen geliebten Arnold im Büro verloren. Ohne ihn kann er nicht trainieren. Machen wir, finden wir, suchen wir. Der macht deinen Sport heute, ja? Das wäre nicht schlecht, wenn man das übergeben könnte. Ich würde gern andere Leute bezahlen, dass die für mich Sport machen, wenn das funktionieren würde. Das ist etwas Spezielles. It's the epitome of the old Frontier Sheriff's office. It's perfect. A stuffed deer's head on the wall. A flag, a hunting rifle. A hunting rifle. Amazing. You'd never see a hunting rifle on the wall of a police department in the city. That's just amazing. I wonder if the sheriff would ever let me shoot it. Ich weiß nicht, ob wir ein Hunting Rifle als Waffe kriegen in dem Spiel. Ich meine, es gibt schon ein paar Waffen, aber... Okay. Immer noch kein Schlüssel. Schauen wir weiter. Ich muss echt dran denken, zu sprinten, wenn wir durch Türen gehen. Das geht so viel schneller. Da müssen wir uns nicht die Animation geben jedes Mal. Aha. Ach so. Können wir uns umziehen wieder. Oder wieder die gleichen drei Anzüge wahrscheinlich. Ja, brauchen wir alle nicht. Ich bleibe in unserem Standardanzug. Schlüssel! Kurzkopfgleiterbeutler. Das ist der falsche Schlüssel, glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich jetzt mit dem Schlüssel erstmal zu ihm muss oder ob wir alle Schlüssel schon jetzt sammeln können überhaupt und dann... Ah ja! Schlüssel europäisches Gleithörnchen. Was wollte er gleich nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bist du es noch? Nee. Irgendein Schlüssel. Ja, irgendein Schlüssel. Das stimmt. Ach so, da ist er. Na, dann schauen wir mal. Agent York, haben Sie den Schlüssel gefunden? Vielleicht. Ich habe hier... Moment, ich habe drei. Ach so, der Hauptschlüssel. Ich habe hier ein europäisches Gleithörnchen. You found the key. I think so. Is this it? Ah, you don't know your squirrels, do you? This isn't the right key holder. This is a Siberian flying squirrel. It's closer to a land-based squirrel. The Siberian flying squirrel is larger than the southern flying squirrel and has a standing tail while the southern has a hanging tail. But we're looking for a southern flying squirrel right now. You sure do know a lot about squirrels. Also Sebastian ist mein echter Name, aber mein Gamertag ist quasi Sepoloni. Ach so, ich hätte ja noch einen anderen Schlüssel gehabt, ne? Hätte ich ihm gleich geben können. Aber hier ist auch noch einer. Ich finde es super, dass wir uns hier im Waschbecken in der Küche vom Polizeirevier rasieren können. Neben dem Gemüse, das da noch rumliegt. Die werden sich freuen. Mhm. So ein paar Bartstoppel im Essen haben noch keinem geschadet. Moment mal. Arnold, bist du's? Zach, we found Arnold. Yeah. Let's get him back to George. I guess it's a cute name for a dumbbell. Hantel. Die wir jetzt in die Hosentasche stecken. Wie lange kann man die Hantel anstarren? Danke. So, wo war denn jetzt das Büro von George gleich nochmal? Ich glaube, da durch, oder? Ja, genau. Perfekt. Haha! Agent Morgan, wollten Sie etwas? Bitteschön. Hantelzeit. George, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed, but I got him to come back. Oh! Arnold! Well done, Agent Morgan.
Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Here's a little something to show you my appreciation. Arnold und Sylvester. So that makes us even. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zach, he needs some friends who aren't so dumb. Cool. Mach du das mal so schnell. Ja, nicht schlecht. Okay, schön. Haben wir Sylvester und Arnold wieder vereint. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe noch einen Schlüssel für dich. Zwei sogar. Mal schauen, ob der richtige dabei ist. Bitteschön. Kurzkopfgleiterbeutler. You found the key. I hope so. Das ist ein Sibir. Achso. No, this is a sugar glider. Sorry, wrong key. The sugar glider is a small gliding possum. It has shorter hair and a longer, column-like tail. You can really see its muscle definition on this image, can't you? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Zach, can you tell these things apart? Eins haben wir noch. Vielleicht ist das das südliche Gleithörnchen. Ein Grauhörnchen, ne, wer weiß, wahrscheinlich you found the nicht. Key. Is this the one you were looking for? Warum, wieso? Ach, naja, nicht hinterfragen. No. This is a gray squirrel. Sorry, that's not the key. Nothing particularly special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the US, Canada and in England too. Mittlerweile a auch gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Die echte Frage, die ich mir stelle, ist, wer stellt zu jedem erdenklichen Hörnchen, das es so gibt, Schlüsselanhänger her? Das Spiel übernimmt den Bio-Unterricht über Eichhörnchen. Genau, da kann man noch was lernen. Ich habe auch gerade so Animal Crossing Flashbacks. So ein bisschen wie wenn man Eugen im Museum ein Insekt bringt oder einen Vogel. Und dann erzählt er einem eine Viertelstunde lang was drüber. Ein Vogel? Ein Fisch? So ziemlich das Gegenteil von einem Vogel. Diese Person hat sicher nichts mit den Ermittlungen zu tun. Na dann. Ach, ich kann da rein in die Zellen. Ich kann hier schlafen, wenn ich will. Ach, es ist so super. Ich stelle mir gerade den FBI-Agenten vor, der dann ins Polizeirevier geht, sich in der Küche im Waschbecken rasiert, in die Zelle geht, um ein bisschen zu schlafen. Alles so ganz selbstverständlich. Okay, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Mal schauen, ob das der richtige ist. Aber vorher gehen wir mal kurz noch... Oh, ich habe mich verirrt irgendwie. Ah, Kisten. Kann ich die verhauen? Ja. Und dann holt er noch seine Stange raus und haut die Kisten kaputt, die die Polizei im Keller gelagert hat. Ah, und klaut Munition für die 10mm Automatik-Kugelkanone. Warum nicht? Ah, noch ein Streifenhörnchen. Gut. Asiatisches Streifenhörnchen. Gut, jetzt, ich glaube, der richtige Schlüssel ist jetzt dabei wahrscheinlich. Ich weiß nicht, welcher es ist, aber einer von denen dürfte es sein. Ah, warte mal, da haben wir noch die Kiste kaputt. Huah! Immerhin $5. Ich meine, bei den Kaffeepreisen in der Stadt ist das nix, aber immerhin. Schauen wir mal. Ich habe zwei im Angebot. Drei sogar, oder? Ne, zwei. Hier bitte. Asiatische Streifenhörnchen. You found the key. I hope this is the right one. Bis gleich, Hawkeye.
Das sieht nicht gut aus. You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. Hey, wenn jetzt der letzte Schlüssel kein Southern Flying Squirrel ist, dann weiß ich es auch nicht. Wo soll ich denn noch hin? Ich war überall. Ein südliches Gleithörnchen steht hier da. Ist einer. Perfekt. You found the key. Ja. That's the right one? Wahrscheinlich. Der richtige ist in seiner Hosentasche die ganze Zeit. Mir wird es passieren wahrscheinlich. Yes. A Southern Flying Squirrel. Yes. Thank you so much. Bitteschön. I'll bring the files right in, so... Please go to the meeting room. Okay. Ich habe glücklicherweise auch noch alle anderen Schlüssel gefunden, die ihr früher oder später auch gesucht hättet. We've cracked a big case already. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Auf der Switch spiel ich das gerade. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually... I... Well, Gute Nacht, Cluedo. Mach's gut. I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? They're very particular about biscuits, I'll have you know. Balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Okay. Ich hätte auch gern so einen Keks. Vor allem, wenn der angeblich so köstlich sein soll. Aber ohne Scheiß, der hat so einen transportablen Aschenbecher in seinem Sakko. Warum drückt er das auf dem Teller aus? Ist schon komisch. Zigarette. Naja. $2000 verdient und im Grunde noch gar nichts gemacht. Okay, ein paar Zombies erschossen. Und einen Southern Flying Squirrel Schlüsselanhänger gefunden. Verhindert für kurze Zeit, dass man schläfrig wird und vertreibt sogar ein wenig Müdigkeit. Kartoffel! Einfach nur eine rohe Kartoffel. Stillt den Hunger ein wenig. Ich finde, eine Kartoffel stillt den Hunger sogar ganz gut eigentlich, oder? The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George,
We better get moving. The hospital closes at 2100. Oh, jetzt aber schnell. Eine religiöse Frage. Heißt es, mögen die heiligen Tentakel uns in die Tiefe oder an Land ziehen? Eher in die Tiefe. Die kommen aus der Tiefe und nehmen uns zu sich. Die heiligen Tentakel. Oh, es regnet. Agent Morgan, get us there quickly. But drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Hmm. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Okay, ich gebe mein Bestes. Aber ohne Scheiß, mit der Steuerung muss ich fahren wie ein Maniac. Ich mach das nicht mal absichtlich. Ich gebe mein Bestes.